Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Oase Teichbau. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, sollte im Winter die Pumpe ausgebaut werden? Hier gibt es von Oase bei den Pumpentypen zwei Unterschiede. Bei der einen steht Premium dahinter, bei der anderen Classic. Und alle Premium-Modelle sind bis minus 20 Grad frostsicher. Das bedeutet, wenn die Pumpe ausgeschalten ist, aber einfriert, geht die Pumpe dadurch nicht kaputt. Ja, also die Pumpe kann komplett im Eis einfrieren, ohne dabei Schaden zu nehmen. Bei Classic-Modellen ist es so, dass sie grundsätzlich im Winter rausgenommen werden sollten, weil hier eben das Ganze genau andersherum ist. Wenn man jetzt eine Pumpe in 1,20 Meter oder tiefer hat, wo man jetzt sagt, okay, da unten kommt sowieso nie Eis hin, dann ist das natürlich was anderes. Dann kann die Pumpe auch im Winter weiterlaufen. Ich empfehle hierzu auch mal das Video von unserer Aquamax Eco Premium Pumpe anzuschauen, was ich hier oben in der Infokarte verlinke. Hier zeige ich nochmal, wie der Rotor ausgebaut wird, denn auch wenn die Pumpen im Winter im Teich bleiben können, sollte dennoch im Herbst mal eine Reinigung erfolgen. Ja, also der Rotor mal entnommen werden, alles richtig sauber gemacht werden und dann wird die Pumpe wieder zusammengesetzt und kann wieder in den Teich reingelegt werden. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen die Frage wieder gut beantwortet. Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie diese in dem Kommentarfeld unter dem Video. Dann freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren Kanal, um über weitere Videos informiert zu werden. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine entspannende Teichsaison und freue mich auf nächstes Mal. Tschüss!